Haben Liedermacher eigentlich heute noch ihre Berechtigung? Wir haben ja eine lange Tradition, die Liedermacher, gerade in Deutschland. Also die Leute, die das zeitbezogene Lied machen, von Walter von der Vögelweide, Neidhardt von Reuenthal, über Paul Gerdt, Christian Günther, Hoffmann von Fallersleber, Bertolt Brecht und so weiter. Diese Lieder haben immer die politischen Bewegungen, übrigens auch die Freiheitsbewegung, begleitet, manchmal sogar in sie eingegriffen. Und die wird es geben, solange es Menschen gibt. Nicht nur die Franzosen übrigens, über die Troubadouren haben eine lange Tradition dieses fälschlicherweise politisches Lied genanntes Lied, was hier suggeriert, als ob es auch unpolitische Lieder gäbe. Als ob Peter Alexander unpolitische Lieder singen würde, im Gegenteil, hochpolitisch. Nein, dieses zeitbezogene Lied, das haben wir in Deutschland schon seit eh und je. Und das wird es auch so lange geben, solange es Deutsche gibt. Und das wird hoffentlich immer sein. Nun ist ja Franz Josef Dillinger 22 Jahre, wenn nicht sogar ein paar Monate, nee, 22 Jahre oder ein paar Monate mehr im Geschäft. Das kann man sagen. Ist da nicht so ein bisschen vielleicht auch jetzt schon Furcht dabei, irgendwann auszubrennen, oder besteht die Gefahr nicht? Also wenn Sie mich fragen, ich habe nicht diese Furcht. Dieses Lied, dieses Genre, Liedermacherlieder, zeitbezogenes Lied, interessiert mich eigentlich immer mehr, weil es eine sehr merkwürdige, sehr interessante Art, sehr interessantes Genre ist. Anders als ein Lesegedicht muss es ja innerhalb der Zeit, wo man es vorträgt, vom Publikum verstanden werden. Das bedeutet, man ist auf verschiedene Hilfsmittel angewiesen, zum Beispiel auch aus memotechnischen Gründen auf den Endreim, was es vorreimt, aus Behaltensgründen. Man ist oft auf den Refrain angewiesen. Alles Sachen, die dieses Genre, dieses Kunstmittel sehr fast holzschnittartig machen. Anders als das Aquarellgebilde Leselyrik. Das hat etwas für sich, nämlich es ist zupackend. Es ist gleich in Kommunikation mit dem Publikum, muss es sein, wenn es gelingen soll. Es hat einen Nachteil, weil es eben holzschnittartig ist. Und dadurch und eingängig sein muss, weil es sofort verstanden werden muss. Das ist eine Gefahr, nämlich die, es ist Gefahr, die besteht immer die Gefahr, dass es ins Triviale abrutscht. Und nun gibt es ja nun einige Liedermacher, die dieser Gefahr nicht entronnen sind. Das hat auch damit zu tun, dass die Konzerne, die Plattenkonzerne natürlich möchten, dass dieses sogenannte Liedermacherlied so diesen gehobenen Schlager ersetzt. Die alten Schlager kann man ja nicht mehr hören in der U-Musik, und Leute sind auch alle ein bisschen herangebildet, auch von den Hörgewohnheiten her, aber auch von den Wortgewohnheiten her. So soll der Liedermacher eigentlich das betreiben, was die Herren in den Konzernen anspruchsvoll nennen. Und leider eignet sich das Liedermacherlied dazu. Wie gesagt, es hat einen Stich ins Triviale. Und das wird auch von vielen bedient, weil das natürlich auch Umsatz garantiert. Und so ist vielen oft das, soll ich das mal sagen, sind dieser Gefahr nicht entgangen. Sie sind künstlerisch gescheitert, allerdings nicht ökonomisch, und so ist das ja meistens. Wenn Sie jetzt sagen, Triviale oder naja, die gehobene U-Musik, um es mal so vielleicht auszudrücken, ist das dann nicht aber auch, sagen wir mal, für den politisch engagierten Liedermacher von gewissem Vorteil, weil er dann es ja vielleicht schafft, seine politischen Vorstellungen durch diese Art und auch durch das Annehmen dieser großen Konzerne zu transportieren? Ich versuchte das jetzt eben zu erklären, indem ich in der Entwicklung dieses Liedes erklärte, dass es eingängig ist, eingängig sein muss, weil es innerhalb seines Ablaufes verstanden werden muss vom Publikum, anders als ein Lesegedicht, was man immer wieder lesen muss. Dadurch besteht ja die Kommunikation mit dem Publikum, man kann also einiges vermitteln, gerade in einer audiovisuellen Zeit wie der unsrigen, wo ja eine Dealphabetisierungstendenz ist, das heißt, man nicht mehr so gerne liest. Das ist auch einer der Gründe, warum diese Vokalmusik verbunden mit U-Musik-Patterns so unglaubliche Umsätze auch hat, nicht? Fast schon wieder wie in voralphabetischen Zeiten. Nicht? Das ist ein Gewinn einerseits fürs Eingängige, für das Zupacken, für die direkte Kommunikation. Die Gefahr, die darin besteht, ist die, dass man ins Triviale abrutscht. Und die Gefahr ist besonders groß, weil die Interessen dahinter, die ökonomischen Interessen der
Plattenkonzerne die Liedermacher dahin drängen, so zu arbeiten. Was sie populär nennen, sie meinen natürlich was ganz anderes. Ne? Klar, besteht die Gefahr, dass man sie überdenken? Glaube ich nicht. Bis jetzt jedenfalls nicht. Obwohl natürlich, das muss man auch sagen, tendenziell hat dieses Liedermacherlied natürlich, es ist das Missing Link zwischen E- und U-Kultur. Und weil das so ist, weil es Ober- und Unterkultur zusammenschließen kann, sind natürlich die Bestechungsangebote an die Liedermacher höher und raffinierter als an die der Bediener traditioneller Genre der Künste, um es mal so auszudrücken. Nun ist es ja auch ein weiter Weg an dich gewesen von, ja, von, na nicht, wie heißt es, von 0 Uhr, nee, zwischen 0 Uhr 0 und Mitternacht, wie es ja noch im ursprünglichen hieß, über die Schmuddelkinder bis dann hier zu Lieder zwischen den Kriegen, so war, so hieß, glaube ich, jetzt die letzte, ne? Lullaby. Oder Lullaby zwischen den Kriegen. Da hat sich ja auch, da hat sich ja auch die Musik sehr geändert. Ich meine, die ersten Platten waren noch wirklich der Sänger und seine Gitarre, eigentlich auch noch, wie es auf der Platte hieß, der Bänkelmacher, der Bänkelsänger. Dann wurde Franz Josef Dinghardt ja zum Chansonnier. Und eigentlich erst mit Väterchen Franz wurde er dann auch zum politischen Liedermacher, einhergehend auch mit dieser politischen, mit dem Austritt aus der SPD und Übertritt und so weiter und so fort, was eigentlich jeder kennt. Ne? Gut, was immer die Interpreten dazu sagen mögen, ich kann mich und will mich natürlich auch nicht an sowas beteiligen. Nur, ich muss richtigstellen, ich habe auch schon andere Musiker mit anderen Musikern musiziert, ab Schmuddelkinderplatte, nicht? Schon Väterchen Franz war mit einer Band. Nicht? Ich habe immer versucht, die je gängige U-Musik zu nehmen und sie mit auf meine Lieder zu montieren, weil das ja das Interessante am zeitbezogenen Lied ist, die jeweiligen Patterns der U-Musik, also der populären Musik, der in den Gassen, auf den Straßen oder in den Funkanstalten gepfiffen und getrellert an Musik zu nehmen, um sie auf diese Lieder zu montieren, um damit Stimmungen zu erzeugen, sie auch zu durchbrechen, indem man sichtbar macht, dass man benutzt diese Musik. Liedermacher haben immer sehr eklektizistisch gearbeitet. Auch der Walter von der Vogelwahl, der Neidhardt von Reuenthal, die haben vorhandene Musik genommen und sie auf ihre Texte hin montiert. Hat auch der von Fallersleben gehört, übrigens auch der Brecht. Die haben populäre Patterns genommen, um damit zu zeigen, um damit ihre Worte zu transportieren und damit zu zeigen, was populäre Musik kann und anrichten kann. Könnte man jetzt auf ein Väterchen Franz-Rap warten? Auf einen? Rap? Ich habe ja Raps gemacht, Vatis Argument, das ist ja ein Rap. Das ist aber ein Vor-Rap. Aus der Vor-Rap nicht. Ich bin ja kein Amerikaner und und lebe in U-Bahn-Schächten. Also damals hat man das ja noch Talking-Blues genannt. Blues genannt. Ich hab's, für mich war es auch kein Talking-Blues, sondern ich habe auch diese Art von Musik und Text oft gemacht. Vor allem in meinen Rollenliedern, Vatis Argumente, wenn der Senator erzählt, aber sehr viel mehr, sagen wir mal, Deutsch-Populärmusik dazu genommen. Rap-Musik ist interessant, als ich das zum ersten Mal hörte, wann war das vor 5, 6 Jahren, nicht? Ja. Fand ich von Anfang an sehr interessant, aber es ist sehr amerikanisch, glaube ich. Man muss vorsichtig sein, das zu übernehmen. Wie lebt man eigentlich so mit der Aura des eines der ersten, nicht des, aber eines der ersten Liedermacher der Nachkriegsära, so ein bisschen Vaterfigur für alle Nachfolgenden. Ist das ein leichtes Gefühl oder trägt man da schon eine gewisse Verantwortung? Ach, ich empfinde das nicht so. Ich empfinde auch keine Aura an mir und über mir. Ich war ja auch gar nicht so, also der Erste. Wir waren ja mehrere, dazu gehört der Dieter Süvergrip zum Beispiel. Nicht? Wir haben einfach das gemacht. Wir haben einfach angeknüpft an eine Tradition, die in den 30er, 40er Jahren durch die Deutschfaschisten unterbrochen war. In den 20er Jahren hatten wir eine weit entfaltete Kultur des populären zeitbezogenen Liedes. Und das nahtlos hatte sich das angeschlossen an das, worüber ich schon sprach, was mit denen in Deutschland passiert war. Es war nur 12 Jahre unterbrochen worden, dann aus vielen Gründen nicht wieder aufgenommen worden und Anfang der 60er Jahre begann das wieder. Und da war ich nicht der Erste und Einzige, der Erste vielleicht zufällig, aber es waren mehrere.
Ja, sicher, nur von denen, die damals waren, ist eigentlich Franz Josef Degenhardt der einzige geblieben, der. Nein, auch Dieter Sywerkrück. Er existiert noch, aber er hat nicht diesen Stellenwert, oder sagen wir mal, er hat nicht diesen Bekanntheitsgrad erreicht unter den in der breiten Masse. Aber später wird man sehen, dass er ein ganz wichtiger Mann ist und das politische Lied auf eine sehr hohe Höhe gebracht hat. Nur er hat natürlich nicht den Bekanntheitsgrad wie Franz Josef Degenhardt. Das mag sein, ja. Und aber sowas kommt und geht, Bekanntheitsgrad. Ne? Also ich meine, wenn ein großer Konzern, der jetzt hier ungenannt bleiben muss, zum 20-jährigen Bestehen eine dicke Kassette mit sämtlichen Platten herausbringt, mit Buch herausbringt, dann deutet das doch auch... Dann weiß der Konzern, was er an mir hat, natürlich. Ja, und dann heißt das auch, dass der Sänger eben einen gewissen Popularitätsgrad innerhalb des Publikums gewonnen hat. Und ich meine, mit diesem Ruf, mit diesem Feeling muss man noch leben und irgendwie klasse. Ja, aber das ist ja zu ertragen, wissen Sie. Ich bin ja nicht einer, der in eine Autobahnraststätte reinkommt und alle schreien, ist er das? Was ich auch sehr peinlich empfinden würde. Aber das ist alles noch zu ertragen, verstehen Sie? Ja, ich kann mit meinem sogenannten Ruhm leben. Das trifft mich überhaupt. Aber in der Kneipe zum Beispiel, in der Studentenkneipe, das ist schon sehr spannend. Auch nicht, nein. Ich empfinde das nicht so, habe das doch nie so bemerkt. Muss man und habe es vor allen Dingen auch nicht gefördert. Muss man nicht aber in gewisser Weise, oder lebt man nicht in gewisser Weise den Nachkommenden irgendetwas vor durch diese beherrschende Stellung? Das mag sein, aber vor allen Dingen sollte man nicht, und ich tue es auch nicht lange darüber nachdenken, das kommt oder kommt nicht. Ich pflege das nicht. Wenn ich aus Ihrer Frage so etwas heraushöre, nein. Es gibt also auch nicht direkte Schüler von Franz Josef Degenhardt. Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Es gibt Leute, die über mich arbeiten und die zu mir kommen und die dies und das fragen. Ich weiß nicht, möchte das auch nicht Schüler nennen. Das gibt es ja so nicht bei uns. Noch nicht, ne? In der E-Musik gibt es das vielleicht, nicht? Und bei Homöopathen und Hypnotiseuren, aber sind die Liedermacher hoffentlich nicht bei solchen Leuten, die so etwas wie ich betreiben. Wir sind viel eher. Sind nicht Liedermacher so ein bisschen Hypnotiseure, Homöopathen? Wenn Sie Ihren Job missverstehen, sicherlich. Sie sollten Aufklärer sein. Sie stehen in einer langen aufklärerischen Tradition. Ich nannte jetzt eben Namen wie Walter von der Vogelweide und Bertolt Brecht, um anfangs und einen Endpunkt zu nennen. Das waren Aufklärer und das sollten eigentlich die Leute, die sich in dieser Traditionsfolge verstehen, auch sein. Oder sie wollen Stars sein. Das ist wieder was anderes. Aber es ist doch jetzt heutzutage für einen Liedermacher sehr schwer, in Funk gespielt zu werden. Mit Ausnahme. Für alle Liedermacher nicht, sondern für bestimmte Leute, die sich einer bestimmten aufklärerischen Tradition verpflichtet fühlen, ist es sehr schwierig. Die haben sogar, wie ich, Medienverbot. Wir haben ja Journalisten, die das erfreulicherweise aufgedeckt haben. Es gibt also Karten in sehr vielen Funkanstalten, wo meine Lieder verzeichnet sind, mit dem Vermerk darf nicht gesendet werden oder nur für Minderheiten oder nicht in populären Sendungen. Also das gibt es. Das hat es auch immer gegeben, auch Walter von der Vogelweides Lieder wurden teilweise sehr ungern gehört und an manchen Höfen durfte er gar nicht auftreten. Was früher heute die Rundfunkanstalt ist, war früher der Hof. So ändern sich die Zeiten. Die Unterschiede sind übrigens nicht sehr groß, wenn ich die Intendanten sehe. Sich wie Fürsten benehmen und Mätressen haben, hoffe ich wenigstens. Wie lebt man damit? Ich kann da gut leben, insofern ich nichts damit zu tun habe. Ja, wie lebt man damit? Ich meine, es ist nicht für die Menschen jetzt, nicht für den Niedermacher, aber für das eigene Wertgefühl, für die eigene Sache. Es ist nicht irgendwie ein komisches Gefühl zu wissen, da stehst du auf einer schwarzen Liste, da darfst du nicht gespielt werden. Ja, mein Herr hat es nicht gerne. Ich möchte sicherlich öfter gesendet werden und so selbstverständlich in Funkanstalten hineinkommen können, wie Leute, die keiner Partei angehören oder einer Partei, die mit meiner nichts zu tun hat und die sich in ganz anderen Traditionsfolgen sehen. Aber die Verhältnisse sind nun mal nicht so. Und das ist oft so gewesen. Auch der Bertolt Brecht musste emigrieren zum Beispiel. Und Hoffmann vom Fallersleben war im Knast. Und Walter von der Vogelweide hat sehr spät sein Lehen bekommen. In
kann mit Lehn, ich habe mit Lehn alle gesungen, da war er für die Zeit schon sehr alt. Das Wiegenlied zwischen den Kriegen, wann kommt denn der nächste? Hoffentlich nie, das hoffen wir ja alle. Und wir hoffen das nicht nur, wir arbeiten ja auf unsere Art dafür, ne? So dass er nie kommt. Die Platte, ne? Dass der nächste davor steht. Ich meine, man kann es natürlich auch anders verstehen, dass das Wiegenlied zwischen den anderen Kriegen war. Ich habe es so gemeint, und ich versuche das auch mit einem Vorspruch in Konzerten noch näher darauf hinzuweisen, dass wenn wir weiter meinen, wenn wir im Wunderkerzengeflimmer We Shall Overcome singen und dazu schunkeln, dann würde der Frieden eintreten eines Tages, dass das eine Illusion ist. Dann ist es wirklich Lullaby zwischen den Kriegen. Das sollte das eigentlich meinen. Und dass wir uns ziemlich oft und ziemlich leicht beruhigen. Und dass mit dieser Beruhigung der Krieg nicht aufzuhalten ist. Das meint das Lied. Was ist denn eigentlich wichtiger für den Interpreten Franz Josef Degenhardt? Die Platte oder das Live-Konzert? Der direkte Kontakt zum Publikum? Das gehört alles zusammen. Ich mache beides sehr gerne. I'm very shy. Ich sage das Englisch, weil Deutsch würde das bedeuten, ich bin schüchtern. Ich bin wirklich schüchtern. Auch auf der Bühne. Und muss mich eigentlich immer überwinden. Mir hat meine Schwester, die Adinarius für Verhaltenspsychologie ist, vorgestern dasselbe gestanden. Sie kriegt immer furchtbare Schweißausbrüche, wenn sie ins Kolleg muss. Warum unser einer gerade sowas tut, was im Grunde Kontrakör ist, auf die Bühne zu gehen und aufs Publikum einzusingen, ich weiß es nicht. Ich tue es dennoch gern, aber es ist auch schwierig für mich, sehr schwierig manchmal. Ich muss mich überwinden, tue es trotzdem, weil es mir eben auch Spaß macht und ich glaube auch eine therapeutische Funktion für mich hat. Und wenn Sie mich nochmal fragen, ich glaube, dann mache ich eigentlich lieber Platten. Manchmal. Die Angst, des Liedermachers vor dem Elfmeter? Vielleicht, ja. Ich weiß nicht, des Liedermachers, also meine Angst, also, ja. Aber ist das nicht eigentlich komisch, da doch eigentlich der Liedermacher eben vom direkten Dialog, mehr oder weniger vom direkten Dialog zum Publikum, zu seinem Publikum lebt? Und ja, ich tue es ja auch. Ja, aber eigentlich diese Schüchternheit. Ich bin ja kein Conferencier, nicht? Das bin ich nicht. Ich beneide Leute, die also so ein Conferencier-like mit dem Publikum richtig in den Dialog treten können. Ich kann das nicht. Ich muss mich an der Gitarre festhalten und muss sehen, dass ich möglichst gut und überzeugend mit den Worten, mit der Musik ankomme. Nennt man das wahr. Wie würde denn Franz Josef Degenhardt reagieren, wenn aus dem Publikum zum Beispiel der Wunsch käme, die drei Kugeln würden gespielt? Ja, da habe ich nichts gegen, nur müsste ich dann sagen, das habe ich nicht, ich kann das jetzt nicht mehr, weil von meinen Liedern, das sind ja sehr viele, habe ich natürlich nie immer nur eine gewisse Menge parat, um sie vorzusingen. Aber wenn ich den Wunsch höre, würde ich das gerne nochmal spielen. Das finde ich ein sehr schönes Lied. Ich singe heute auch wieder einige ältere Lieder, zum Beispiel die Tarantella. Also es existiert nicht eine Ablehnung? Nein, überhaupt nicht. Nein. Haben diese Lieder noch ihre Berechtigung nach Liedern wie Väterchen Franz? Ich weiß es nicht, weil ich... Ich meine, in gewisser Weise... Obwohl, okay, es gibt keine unpolitische Musik, aber es gibt mehr oder weniger direkt politische Lieder oder mehr oder weniger indirekt politische Lieder.